rüste mich ja schon für die Bosse. Apropos rüsten, das Breeding geht weiter. Prepare to fight. Ja, das machen viele. Das ist okay. Einfach entspannt zuschauen und genießen hier. Oft erzählen die mir Sachen. Manchmal gibt es auch Leute, die kommen rein, dann schreiben die was, dann erzählen die mir Sachen, die ich halt schon vergessen habe. Und habe nicht einmal gewusst, dass die dabei waren. Also, ist halt oft so. Und außerdem, hier, wenn du schreibst und du dir mörderst, alles nur virtuelle Scheiße, Crazy Face. Auch wenn das Spaß war, es ist alles nur Pixel. Von daher ist alles egal im Endeffekt. Okay. Jetzt muss ich serious werden. Wie lang dauern die Drachen noch? Ich weiß es nicht ernst wahr. Die Drachen dauern noch zu lange. Die hier dauern auch noch zu lange. Aber jetzt ist es halt ganz wild, weil ich habe einen Giga gefunden, der hat mehr Damage. Der hat, glaube ich, eins mehr Damage als meine Zucht. Ich habe jetzt gezüchtet, wie viele Tage Ark haben wir jetzt gespielt? Um, 17 Tage habe ich jetzt gezüchtet. Also habe ich einen Giga gefunden, der besser ist als alle, die ich habe. Nach der Zucht. Also, ja. Ja, schön, dass du das sagst, was bei RP gerade so abgeht, die Community so tilt. Wieso? Ist RP nicht entspannt oder was? Ja, aber kann denn nicht jeder einfach gemütlich spielen und rummachen und rumfahren, Autos kaufen, rumgehen, mit Leuten quatschen auf der Straße, Fahrräder fahren, Autos klauen, was weiß ich. Autos klauen, also bitte Keks. Ganz entspannt. Ganz entspannt Autos klauen. Naja, was man halt so macht. Also, ich meine, in GTA. Ja, das ist das Schwierige mit dem Unterscheiden der Realität und so eine Scheiße, ja. Achso, ich habe endlich meine Fertilizer automatisiert. Nach gestern. Es macht einfach alles Soul Terminal. Einfach stellt Scheiße her, stellt Fertilizer her, alles Soul Terminal. Braucht nichts anderes. So, okay. Dann mache ich die Drachen. Drachen sind wichtigst. Drachen Main. Wo ist denn der? Ich muss erstmal den. Ich hab einen Drachenfallen gezähmt hier. Wo ist denn der? 71. Der Fallen Drachen, jetzt hier mal schauen. Ha, wo ist denn der? Wo habe ich denn hingetan? Ja, finde ich gut, dass sie bei FF entspannt ist. So ist das richtig. Ich hoffe, die ändert sich auch nicht. Ich habe meinen Drachen, den ich vorher gezählt habe, der ist nicht mehr da. Wo ist denn der? Ist verkackt. Wo ist denn der? Ich weiß nicht, wo der hin ist. Ich habe vorhin ein 140er gezähmt. Achso, hier ist er. Leute, ich habe aufgestellt. Ich habe aufgestellt zum Aufwachsen. Naja, passt.
Hey, ich hab Drache Level 15 gezähmt. Hab's auch einen zu haben. Miku hatte einen 80er und einen 40er gefunden. 40er getötet. Hab gesagt, ich hätte ihn auch genommen. Wir haben einen 15er gezähmt. Dann haben wir da hin und her gebreedet. Um die Werte überhaupt zu kriegen. Und dann sind Sachen rausgekommen wie 6 HP, 8 Essen, 4 Stamina, 3 Damage. Und Max Ding ist Gewicht 23. Also ich sag dir, war ich stolz. Ja, und ganz, ganz wild. Dann nochmal Gewicht 19. Da ist Gewicht gebrockt. Mehrfach. Im Endeffekt ist alles egal, weil der ist besser als alle anderen. Der hat jetzt einfach Packesel, ja. Und Fressen blockt auch immer wieder. Das könnte ich sein. Also, ich finde, ich habe eigentlich die perfekten Werte für den Drachen. Max Ding ist Ausdauer. Ganz wichtig. Platz 2 ist HP, weil es hat Ultra. Hat eh schon. Also solche Drachen haben so viel HP, das ist Wahnsinn. Aber sie kassieren noch gut Schaden, so ist er nicht. Es gibt aber für den Drachen gibt es zwei Sättel. Also gibt einmal den normalen Sattel, dann den Zweimann-Sattel und dann gibt es noch eine Rüstung, eine Chitin-Rüstung dazu. Dann hast du noch ein bisschen mehr Armor insgesamt. Mal schauen, wie viel das ist. Ja, genau, 25 der normale Sattel und die Chitin-Rüstung weiß ich gar nicht, wie viel die gibt. Die gibt nochmal 35. Und ich kann noch mal schauen morgen, kann ich noch mal fragen, weil man kann anscheinend auch die Mod die Mod Sattel kann man auch in die Drops einfügen. Also damit das werde ich dann vielleicht morgen oder die Tage mal fragen, wie ich das hinkriege. Natürlich mache ich mit dir sehr gerne eine Spritztour. Crazy Face. Das geht auch mit anderen Tieren. Aber theoretisch ja. Praktisch. Kein Bock auf so eine Scheiße mit dir. Was ist denn hier? So, Damage 32. Und Damage 28. Stamina 41, genau, machen wir das. Stam 41. Da gibt's auch noch andere Tiere mit zwei Dings, ne? Tapejara, glaube ich, ist auch so zweit. Weiß nicht, was ist denn noch mit zwei Satteln? Ach, der Iguadon oder wie der heißt, das war der erste Dino mit Zweimannsattel. Ich muss mal schauen, ob ich. Warte mal, es gibt Karotte, Möhren, Kartoffeln, Mais. Ach, Zitrone war das hier. Mais, ja genau, Zitrone, ja. Ich vergesse das auch immer. Ich muss gerade die Dedicated Storage alle wieder einrichten. Geht er. Das haben wir. Okay, das Wichtigste alle. Wird jetzt alles weggepult. Hab ich Kaktussaft gemacht? Nee, ne. Ist nicht? Ich habe auch schon lange keinen mehr gehabt, den ich in der Cam sehe oder sowas. Ich habe immer nur meine Scheiße sehen müssen. Die Tage. Female 2 Enter. 41 Stamina. Male. Und Start Breeding. Hier mach an. Ach so.
Achso, das war. Okay, okay. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ist ja immer witzig, wenn ich halt irgendwie so breede und dann warte oder sowas, dass sie dann, dass sie ein Eier werden, stehe ich halt da und guck halt doof. Und weil du eh schon eh so gerne gut baust, dann wäsch den. Wo mach ich den Kocher hin? Die Kochecke kommt hier hin. Da baut er sich ein neues Zuhause auf hier. So, und ich hab die Drachen hier. Und wenn man sich jetzt neu aufbaut, weiß man ja ungefähr, was man da braucht. Davor tun wir mal rumprobieren. Ist geil mit dem Hydranten sogar. Ja, ja, mit dem Hydranten. Schon cool. Boah, der hat hier die besten Werte genommen. 25, 28, 41. Lol, das erste Eis ist schon perfekt. 32, 8, oh, 4 Ausdauer. Na, auf den können wir bestimmt was drauf breeden hier. 4 Ausdauer ist halt schon Arsch, Arschlecken hier. Aber 32, sonst alle Werte gut. Hey, die sind aber wirklich toll geworden hier. Der hat wieder, das könnte Crazy Face sein, plus Essen. Aber es sind... Okay, das ist ja richtig lucky. Bisschen wenig Ausdauer. Aber sonst? Okay, das ist natürlich... Das ist natürlich krass. 2 HP. 3 Damage. Aber die anderen Sachen sind gut. Machen wir einfach auch fertig. Oh, der ist krass geworden. 36 HP, 41 Ausdauer, 3 Damage. Okay, der ist total... Oh Gott. Also der ist totaler Reinfall. Der hat von allem das Schlechte genommen. Nur weglaufen kann er. Ich glaube, den muss ich zerstören. Tut mir leid. 28 Damage, 41 Ausdauer, krass. Geht auch. Dass das eine ganze Mülltiere gewesen war. 32. Boah, das kann man von drüben rein. Ja, brauchen wir auch nicht. Einfach mit zu wenig Ausdauer nehmen wir mit. Oh, der ist gut geworden. 36 HP, 41 Ausdauer, 28 Damage, also der, ich habe ein paar Glückstreffer. Schön. Sehr schön. Mhm. Schau mal, was für fette Eier hier sind. Das sind die Dracheneier von früher. Richtig großen. Und die sind halt nicht dazu gedacht, dass die kleiner sind. Deswegen passen sie auch nicht in diesen Inkubator rein. Aber ich kenne mich aus mit Big Balls. Ist ja kein Problem. Was ist das für ein Rahmen? Achso, okay. Die sehen cool aus, gell? Ja, ja, auf jeden Fall, du mal. Sind heftig riesig auch. Komm, schade, dass die nicht fertig werden, sonst könnte ich die mit den neuen breeden. Drachen generell schon einfach geil aus. Aber die attackieren auch einen ganz wild. Hey, ich habe vorhin mit dem kleinen Drachen, den Level 15er oder sowas, einmal gebreedet. Den 140er, das habe ich irgendwie versucht wegzulocken, habe ich fast umgebracht. Die beißen, die machen Feuer. Das tickt mit 75, das ist krass. Also ist nicht ohne. Was die da machen für Damage. Also die Wilden auch.
Aber läuft schon besser als gestern, oder, Fuffi? Ja. Also es läuft wieder entspannt, finde ich. Wenn nicht, gibt's aufs Maul, ja. Genau, Fresse. Was ist denn das hier? Bücherregal, genau. Boah, wie geil, mit Lila da. Oh Gott, ein ganz grüner. Mit roten Flügeln. Oh Gott. Gex fabriziert wurde Kacke. Geil. Oh, der ist cool. Chat, was sagt ihr? Ich befürchte, das ist einer mit schlechten Werten, oder? Weil ich habe jetzt einfach alle aufgezogen. Ich brauche halt... Ja, 2 HP, 3 Damage. Also, der wird nicht... Der muss irgendwann einfach... Ne? Der mit Lila hier. Ja, Alex sieht eigentlich mit Lila und der Grüne auch. Also, sehen alle gut aus. Quält dir nicht, glaube ich, oder was? Dann passt sie ja zu mir. Ist doch perfekt. Ist doch meine Lieblingsfarbe. Ach, das sind... Ach, da ist Ding. Lol, ich bin vorhin in der Mitte gegangen, dass ich nicht runterfall. Da ist Glas. Hier. Was? Da ist Glas. Ich bin vorhin in der Mitte gegangen, dass ich nicht runterfall. Auf dem Metallstreben. Rahmen mich gegangen. Jawohl. Du bist ja der Bot. Ja, schon. Ja, jetzt mal hier noch ein bisschen verteilt, ne, der braucht eine Weile. Ja, aber wir können schon mal ein bisschen Stroh. Stroh ist doch bestimmt Mangelware, oder? Nö, ich hab genug im Kopf. Von daher passt das ja. Fertig? So. Achso, warte. Ich glaube, wir brauchen dann eine Weight Potion. Mach dir doch den Skill, dann hast du das immer. Den was? Mach dir doch den Skill, dann hast du die Weight Potion permanent. Welche Skill? Gib mal da Weight ein. Skill. Gib da Weight oder Skill ein. Okay, jetzt den da. Ja. Dann hast du das immer. Schau mal auf den Speed an dann. Und jetzt? Wohin damit? Da rein. Schau mal Speed hast an. Hast du dir das bei dir Gewicht. So gemacht oder was? Das ist von der Mod, ganz normal. Und da hat man immer 5000 Weight. Immer 5000 und Speed. Und weiß vielleicht noch irgendwas, was ich übersehen habe. Und das wollte ich ja nerven, aber ich habe nicht die Zeile gefunden. Das ist gut, brauchst du auch nicht hin. Gerade sehr praktisch. Ist ultra praktisch, gell? So, weiter geht's hier. Jetzt hier raus? Ne. Passt gerade so. Komma, Damage. Okay, Klammer. 5, 4, 4, 9, 4, 9, 4, 8, 4, 7, 4, 6, 4, 5, 4, 4. Ja, ist gebrockt. Crazy Face ist weg. Yes! Party! Achso, ich dachte, du hast schon mitbekommen, dass er im Server ist, ja. Wo war ich denn hin? Oh, schon wieder im Mikrofon waren. Entschuldigung. HP? Die Hedgehog, wo war ich denn hin?
Damage. In die Ecke. Ich glaube, die Farbe ist cooler. 36, 35, 35. Der hat mehr Oxygen, der gewinnt. Stimmt, ich hatte auch zufälligerweise aus Versehen Hallo geschrieben. So. DMG 45. Oder 44. Mhm, jetzt haben wir alle schön versammelt hier. Scheiße, Scheiße, Alter, ab hier. Aber schön crazy. Haben wir nicht denn schon mal irgendwas zusammengespielt früher? Weiß gar nicht. Kann mich nicht mehr erinnern. Oder ist das unser erstes Spiel eben? Hab dich, glaube ich, schon mal gelesen irgendwann. So, start breeding. So. Jetzt wird gleich gepoppt, Arena, 52 Gremlins gleichzeitig. Ramba Zamba! Yippie! Juhu! Lieber. Ich mach dann gleich mal schon mal wieder Sinn. Okay, okay, machen wir gleich mal Geigers. Gas. So, gucken wir nochmal hier. Giganotosaurus, Komma Mini Damage. Damage. Eckige Klammer. 5, 4. 4, 8. 4, 7, 4, 6. 4, 5, 4, 4. 4, 3. 4-2. 4-1. Ja, ich. Ja, genau, okay. Also den jetzigen, den ich heute gezähmt habe, hat 42 Mini Damage. Ne? Fluffy. Ah, und ah, ich war mit meiner Zucht bei 41. Sehr gut, sehr gut. Dieses Teil hier schmeiß ich weg. Oh, warte mal. Health 23. 25. Aber ja, aber ich tue auf jeden Fall den nehmen als Main, weil der ist halt. Der ist halt nicht ge. Der ist unschuldig, komplett. Der muss Main Giga werden, der neue. Main Giga. Hä? Wow.
42. Wild Tamed. Krass. Warte kurz. Damage 42, Non-Breed. So, das Typ ist besser für mich. Der ist einfach sauber und lecker. Verstehe ich nicht ganz, was Radler schreibt. Was für ein Kollegen? Okay. Verstehe ich nicht ganz. Ich schon den Fabricator mitgenommen. Die Gremlins sind noch hier. Oh, so eine Maschine passt 178 Gigas gleichzeitig. Das wäre so eine Katastrophe gewesen, aufzustellen das Ganze. Standreading. Female 2 Enter. HP Breeder. 37. Okay, ja. Damage 42, non-read, genau. Mail und start reading. Let's go! Können wir da hergucken. So, da treibt hier der Verrückte. Na, erstmal hier so ein bisschen. Tust du dann. Ach, du hast drüben alles abgebaut. Ich dachte, ich bekomme das als Lagerhalle oder als Zuchthalle oder so. Nee, das drüben, das wird alles. Hätte er eher sagen müssen, dann hätte ich schöner. Ach was, nee. Das wäre dann genauso doof mit den Strukturen. Weißt du, lieber ist es weg. So, fällt Scheiße rein. Na, ich habe den Tag auch mal ein bisschen aufgeräumt. Nee, ich war noch nie fischen hier, Luma. Hast du schon geschlafen? Wann denn? Ach so, heute Morgen, ja. Gestern so um 12 ins Bett oder so und heute Morgen 4.30 Uhr war ich halt wach. Und dann nur noch so ein bisschen rumgedöst. Ach du Scheiße, das ist ein Big Balls hier, was ist das? Passt doch 100 Border irgendwo da irgendwie. Nur noch Tech-Beete, oder? Nee. Wie du? Du gehst woanders hin und machst es nicht modern von Anfang an? Nein, doch, so. Okay. Schämen sollst du dich. Ach, boah. Nee, ich hab vorhin erst überlegt, aber da hätte ich erst noch Faden gehen müssen und Blödsinn und da hätte ich keinen Nerv zu. So neue, warte, habe ich schon neue hier? Ich glaube, ich habe schon hier, oder? Mini Damage, Eckklammer. 48, war nicht 44 dann. Wieso nicht 40? Wie? Es hat nicht gebrockt, der 44 immer noch nicht.
Minbreeder 44. 40 neue. Hä, wieso brockt das bei denen nicht der Damage? Verstehe nicht. Ja, habe ich auch nicht verstanden, Luma, was damit gemeint war. Deswegen hat er den Sinn nicht verstanden. Ich hatte auch schon nachgefragt. Da ist doch 44, da. Was habe ich vorher falsch eingegeben? Damage 45. Aber hat ein Kollege dich... Ich kenne schon die Witze, aber hat dein Kollege dich gestört oder was? Ich glaube, mit einem Kollegen gequatscht, der dich abgelenkt hat. Ah, ja gut, okay. Das konnten wir nicht so direkt zuordnen. Und, Luma, ist bis jetzt ein schöner Urlaub für dich, der erste Tag? Außer, dass du deine Umschulung nicht bekommst. Also ganz nett gemeint, sagst du. Alter. Mach mal kurz close. Ja, das wurde automatisch geblockt, wenn du das meinst hier in deiner Hand. Einfach die Nanny bauen und fertig. Die macht das dann für dich. Da werden ihm die Haare noch fehlen. Ja, schneiden. In einem Tag und 7 Stunden ich weiß nicht, habe ich das vielleicht verwechselt, den Wert? Willst du... Wieso ohne Tech? Man braucht doch Nanny nicht für Tech. Tech Nanny ist doch eins der kleinsten Sachen. Wieso Tech? Nanny. Sven-Paste, Metall und Hide. Nee, weißt du, was er nicht weiß? Radan, hier gibt's eine Mod drauf mit so Solarpanels. Die betreibt die auch. Die kannst du schon übelzeitig bauen. Ach so, das meint er. Ach, Tech Gen. Ach so, ja, einfach Solarpanel bauen. Fertig, Ende der Geschichte. Stimmt. Musst du mal gucken. Braucht ihr normalerweise, was braucht ihr denn? Du brauchst doch mal so kein Tech-Gen. Was nimmt sie denn dann? Honig oder so? Honig. Ja. Ach so. Mich drauf, aber ach, bin ja noch Scheiße. Nicht geboostert und die Impfung. Was ist denn mit den Basilos passiert? Okay. Basilos rasten ja völlig aus.
Okay, dann passt es hier. Start ready. Female. Sagen, sie haben ein bisschen Alter. Öl gemacht, ne? Meinst du? Aber nur ein bisschen hoffe ich doch, ne? Sonst gibt's hier Verwarnung. Ist das eigentlich auch normal Öl? Ja. Wegen dem. Mit der Zuneigung zu dem Imprinten. Habe ich den Wert vielleicht vertauscht? Ich wollte, dass man das nicht so oft machen muss und dann trotzdem. Ein Tag, 7 Stunden, der ist ja schneller erwachsen. Oder nicht? Na klar. Habe ich das vielleicht vertauscht, den Wert mit Intervall und Multiplikator? Also es gibt auch, auch Multiplikal-Intervall. Es gibt auch Intervall-Multiplikator. Es gibt, also es ist halt verwirrend. Es gibt Multiplikator, Intervall, es gibt Multiplikal-Intervate und dann gibt es noch irgendeine negative, positive Bezeichnung. Also verstehe ich nicht. Man muss nicht einfach nur Multiplikator und Intervall nennen. Ich wollte es halt so machen, dass man halt nicht so oft zu oft hier imprinten muss und das trotzdem mit einmal imprinten oder zweimal imprinten halt 100% ist. Dass man halt nicht viel, keine Ahnung, 20 Stunden spielen muss. Oder 20 immer wieder weggestellt muss oder so. Aber wenn die Zuwendung höher ist als wie er aufwächst, ist auch kacke, ne? Dann muss ich den Wert verändern. Habe ich ihn einfach verdreht. Aber sofort jetzt. Meinst du? Würde ich nicht. Finde ich gut. Nein, nicht die, was... Oh, ich depp. Ich hab doch nur Ecke eingeben wollen hier. Da will ich dann nachher nochmal drüber schauen. Ist schon wieder spät, ich will den Rhythmus beibehalten bis Mittwoch. Mittwoch muss ich sehr früh aufstehen und weg. Letzte Tag. Geh da jetzt mal pennen, ey. Ja, geht nicht. Musst du Dinos machen. Das hasse ich an so beschissen, dass ich da so einen Rhythmus. Weißt du, du kannst da nichts fertig machen, sondern du musst. Du musst. Ich würde wieder Bäcker deswegen gegen Antworten gerade nicht. Von einem Pego oder von einem Ichi? Ich hoffe doch erst von dem einen und danach von dem anderen. Das richtig weh tut. Doch manchmal so ein bisschen gehässig. Habe ich von dir gelernt. Hä? Das kann ja überhaupt nicht sein. Schadenfroh, Gehässigkeit, alles von ihnen. Das ist ja Blödsinn, was du labert. Also. Das ist genau so passiert. Genau so passiert. Ne. So, jetzt machen wir hier nämlich bei Collection sterile Eggs aus. Ja. Weil die sollen alle in den Natur. Stell ich in die Nanny hin, wo wird denn meine Zucht stattfinden? Ja, gar nicht mehr, oder? Brauchst du nicht mehr, ist ja vorbei. Ja, die kommt hier an den Strand. Boah, so viele haben wir. Die Strand-Nanny jetzt.
Kalle. Ach shit. Machst du auch mal? Das ist falsch hier. Wie hast du den Kalle genannt? Oder heißt der Kalle? Ex-Scharia. Don. Jetzt sammeln die mal ein hier. Ich glaube, ich tue noch eine Tasche, dieser Typen. Das hier ist so meine Müllwerkbank. Alles klar, Kratziface 55. Hatte vorher noch gemeint, wir haben doch schon noch mal ein anderes Spiel zusammen gespielt, oder? Ich habe dich doch schon mal gesehen, irgendwann im Chat. Kann mich aber nicht mehr erinnern. Vielleicht weißt du das noch. Im Stream, keine Ahnung, so halt. Ja, glaub schon. Irgendwas haben wir doch schon mal gezockt, oder nicht? Oder war das ein Under Crazy? Also ja, dann würde ich sagen, Stream. Weiß nicht. Echt? Was? Echt? Warst du das? Nein, solange du kein DH warst, ist ja alles gut. Könnte sonst was passieren. Geht's los? Das C4-Zünder, ja, den brauchen wir, das ist wichtig. Bei einem der Dinos von der Mod, da musst du auch C4 nutzen. Wenn der über das C4 läuft, musst du dann C4 sprengen, damit er seinen Torpor kriegt. Und du da aufpasst, dass C4 nicht tötet. Nee, sagen wir mal, ich war kein DH. Dann ist es alles gut, dann bist du willkommen. Hier. Dann bist du herzlich willkommen. Schöne Sache, freut mich. Ja, markier den Müll, ey. Und ich hatte schon Angst, es würden sich hier die Haas einschleichen. Imagine. Was ist ein NDH? Ein Demon Hunter bei WoW. Klasse. Also, nix gescheit. Seit März verfolgt. Ausrufezeichen Ready Check. Sonst glaube ich dir das nicht. Ich verstehe das nicht. Palateng, was ist das? Naja, Ready-Check ganz normal. Ready-Check ganz ausgeschrieben. Nicht so faul hier! Was ist denn das? Ja, okay, dann glaube ich dir das. Das ist... Da gehen noch 2-3 Minuten mehr, weil ich streame aktuell länger am Stück, als du Stunden hast. Wann kann man das mal sagen?
119,9. Muss ich mal gucken, wer hat jetzt netter die Ölpellets Start. Du, da ist was falsch. Ölpellets. Aus. Der Keks hat ja bestimmt noch keine Gachas geedet. Nee. Die Hulm ist dann in Aberration. Wenn sie da nicht gibt. Die hol ich mir nachher, weil ich sie dort edit. Bitte? Was? Die holen wir uns aus. Valguero. Valguero? Macht ja nichts crazy, alles gut, ist doch so alles entspannt. Du hast die Combo, was one hit? Okay, okay. So, hast du musst. Hat Moderant schon eingeben? Crazy is happy. Nee, Ausrufezeichen ready? Okay. Was wollte ich jetzt machen? Spino, Spino, Komma, Mini Damage, Klammer. Was hab ich denn da? 7, 6, 6, 9, 6, 8, 6, 7, 6, 6, 6, 5, 6, 4, 6, 3, 6, 2, 6, 1, 6, 0, verdammt. Auf jeden Fall in dem Lockdown übelst oft da, weil ich so viel Zeit hatte. Das freut mich. Das freut mich. Der Lockdown freut dich? Nein, dass er Zeit hat. Ich hab das schon verstanden. Nur wegen dir habe ich mit dem Höllenspiel wieder angefangen. Was? Nee, das tut mir leid. Generell angefangen oder wieder ein Stieger? Wieder ein Steiger. Einstieger. Ja, dieser Einstieger immer. Man kennt's! Man kennt's. Das tut mir unendlich leid, wenn du wegen mir so eine Scheiße angefangen hast. Bist du wenigstens ein bisschen rot dabei? Lol, es ist kein Platz mehr hier, deswegen kann es nicht einsammeln. Wow, warte mal kurz. Option, New Automatisierung, Fertilizer. Runter auf 10. Nicht nur ein bisschen sogar, heftig. Runter auf 10. Runter auf 10. Da hat schon liegen davor die Rechtecke. Hey. Rechtecke. Fährt, zack. So, das sind alles unnütze Tiere, hier kommen die Farmtiere rein. Aber dann kann ich hier die Spinus auch nicht hier reinlassen. Dodos. Ach, ich habe ja die auch da reingetan als Nachfolger. Sieh mal auf, was bei Spinus und Rex habe ich noch welche zu, die aufwachsen können, falls irgendwas schief geht. Die ich aber nicht großziehe. Hier habe ich jetzt hier eingestellt, dass die da drinnen Eggs legen dürfen. Automation, ne? Unfertilized Egg Generation. Ja, right. Nee. Ja, doch, doch. Okay, ja, doch, doch. Nur gerade überlegen müssen, Fertilized, Unfertilized, ja. Moment, spielst du arg hier, crazy. Die Dodos bekommen bei mir eine eigene Station hier. Sag mal, wieso siehst du so eine Panels bei der Station und ich nicht? So eine Leuchtpanels. So eine andere Station als ich. Nee, mach mal, drück mal, halt mal E gedrückt. Optionen. Aha. Dynamic Text. Ei, ei.
Ja, ist auch wirklich entspannt. Da kannst du machen, was du willst und musst du nicht in irgendwelchen. Musst du nicht auf irgendwelche Leute warten oder so. Ganz gemütlich. Scheiße, ich muss erstmal die fertig machen, bevor ich die anderen habe. Haben wir noch eine Station für Farmerino? Ja, ich muss meine Station-Dinge auch verändern. Ich kann nicht alle 500 Breedings gleichzeitig machen. Das ist scheiße. Farmerino. Da ich auch aus München. ja. Kann man den. Die Nemeth Text auch noch größer machen? Nee, ne? Nee, musst du so eine Farbe machen und so bei so einem Hintergrund, wo es halt sichtbar ist. Ihr seid Farmtiere, Biber sind Farmtiere, ihr, das ist Farmtiere, ihr produziert nämlich Öl. Anki ist ein Farmtier. Anki ist ein Nutztier. Dodi ist ein Farmtier, Trike ist ein Farmtier. Und das ist ein Farmtier. So. Wie stelle ich jetzt, dann muss ich nochmal einstellen, Automation. Was willst du machen? Die sollen da drinnen Öl produzieren. Oder machen das die Viecher automatisch? Passive Generation. Passiv. Ja. Mhm. Aha. Ich hab dann noch Beetles Convert Poop und hab dann unten noch gesagt, dass hier Dünger verteilen soll, die Station. Hall Avenger, Arvent. Ach, der kann das in die S-Plus-Plots verteilen, oder was? Na klar, ich brauch da nichts anderes. Und holt der sich auch den Dünger aus der? Na, das macht aber alles mein Farmer. Kau ich nicht, dafür hab ich Der macht das doch selbst. Mit dem Dünger. Ich hab einen Farmer, das muss der Farmer machen. Dafür Stroh ist der nicht. Farmer da. Finde ich gut. Gremlin. Ah, ich bin irgendwie zu müde, ich kann nicht mehr weitermachen. Nee. Du wolltest zwar die Readings abschließen, aber einfach zu fertig. Eine Frage, was bringt denn das Terminal? Ist das aus einer Mod? Ja. Boah, das bringt so viel. Das einfach bringt so viel. Alles. Halt, irgendwie alles. Weiß nicht, wenn ich. Also hauptsächlich, du kannst diese Dinos in die Pokéballs reintun und alles verwalten über das. Du kannst dir das mal anschauen. Ausrufezeichen Mods Dino Station V2. Das bringt so viel. Du kannst die Dinos hier reintun. Du kannst die Eier da rein tun, du kannst die Eier ausbrüten lassen, du kannst. Keine Ahnung, es gibt tausend Sachen, aber das Beste halt, dass du die Dinos in eine Pokéball rein tun kannst, mit so einer Waffe aufschießen kannst und. Halt alles. Die Tiere können da teilweise drin leben, die können Scheiß drin, die können Fertilizer machen, die können. Schau dir mal das bei den Mods genau an, es gibt so viel. Oder guckst einfach, was ich hier mache. Ist ein Mod und es kann alles. Das ist die beste Antwort. Tiere können halt alles, du kannst alles damit machen. Any Damage. Okay, Klammer. 5. 6. 5. 4. 4, 9. 4, 8. 4, 8. So, jetzt muss ich dann nur noch die Beete in Gang kriegen. Und ich würde sagen, dann ist diese Basis hier zumindest funktionstüchtig. Können da drin ausgebildet werden. Also ein Inkubator ist das ja. Die legen Eier. Die scheißen da drin. Du kannst die Scheiße mit einem Scheißkäfer zu Fertilizer machen. Die Schnecken können da Zementpaste produzieren. Die Scheißkäfer produzieren Öl. Das kannst du Eier ausbilden, habe ich schon gesagt. Die sammeln die Eier, wenn du sie auf den Boden schmeißt, fertilizt Eier auf. Wenn ein Baby geboren wird, wird das automatisch eingesammelt. Also musst du halt alles einstellen. Kannst du alles machen. Die Schafe, werden den Schafen mit Wolle geschoren da drin. Also keine Ahnung. Ne, die wachsen dann nicht auf.
die wachsen da drin nicht auf. Sondern du nutzt die ganzen Fähigkeiten der Tiere da drin. Also halt alles, was die Tiere so machen, kannst du eigentlich da drin machen. Das meiste. Das ist echt ein krasses Ding. Das habe ich auch gemacht. Schau, hier, das gehört dazu. Zack, hier, rein. Da, den Ball hier, da. Das gibt's aber arg auch, aber es ist halt verbessert. Ist halt verbessert der Pokéball. Verbesserte Kyropod-Ding. Schau, zack. Okay, Mann. So, 48. Damage 48. Du kannst halt viel in den Kugeln machen. Der ist gigantisch. Der prügelt geil. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Wieder informieren. Braucht sie Bürger. Ich habe ein neues Mainboard. Ja, ist alles abnormal, natürlich. Aber CPU-Preise von Intel sind gesunken. Das sind auch in den tieferklassigen Bereichen günstiger als AMD mittlerweile. Der 5.6er ist einfach zu teuer. 100 Euro teurer als der kleinste Intel oder so. Na gut, und das vielleicht überzieht. Ich weiß, ich habe gestern haben sie die Preise gesagt. Ja, diese komischen Soul Stations, die muss man alle einzeln aufpepen, ne? Aber gut, geht ja schnell. Nimm doch die Kanone. Zack, 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 geht zack. Nicht. Den lassen sie mit der Kanone nicht aufpicken. Kanone sagt nein! Nee, habe ich nicht drauf, Dominus Rex. Das ist nochmal von Ark. Wir haben heute die Ark Collection drauf getan. Das ist dann noch eine Zusatzmod von der Mod. So haben wir nicht drauf. Ich tue mich immer sehr, sehr schwer, wegen einem Linien eine Mod drauf zu tun. Mit mehreren ja. Und welche, die nicht zu stark sind. Ich möchte nicht, dass die Welt komplett verändert wird, so. Außer wenn ich eine extra Server mache mit sowas wie Primal 4 oder so. Aber ich glaube, dass der Dominus Rex nicht wirklich reinpasst in das ganze System. Dass der zu stark ist. Hier wird meine Mutatoren-Ecke. Ah, ist jetzt geschlossen. Was ist denn das hier für den Bosskampf? Bin auf einer von Genesis stand. Was? Was ist denn das hier für den Bosskampf? Bin auf einer von Genesis stand. Übersetzt mir das mal bitte. Keine Ahnung. Ich nicht ganz. Ich dachte, du übersetzt mir das jetzt. Ich habe Ark for Genesis gespielt. Vor Genesis. Früher hat man Rex für den Bosskampf genommen. Ist das immer noch das stärkste Tier für